Hallo und herzlich willkommen zu Gran Turismo. Wir machen weiter. Und zwar im Menübuch. Wir sind bei Nummer 14 angekommen. Mustang. Ja, das wollen wir mal starten. Ja, für dieses Menü müssen Sie Mustangs sammeln. Ein 69er, ein 71er und ein von 2015. Ja, kriegen wir wahrscheinlich hin. Und ja, schauen wir mal, was für ein Auto wir wo antreten können, damit sich das Ganze hier in Wohlgefallen auflöst. Mit dem Peugeot Sport werde ich ja wahrscheinlich nichts reißen können. Hier haben wir den Zielmarker. Und dann gucken wir doch einfach mal. So, Amerika, ja, war klar gewesen. Puh, die drei Strecken, wir fangen mal mit Blue Moon FR Challenge. Okay, ich kann teilnehmen mit dem Auto. Nee, kann ich nicht. Land USA, Antrieb FR. Okay, die beiden habe ich hier zur Auswahl. Ja, okay, dann wollen wir mal. Mustang Boss kriegen wir geschenkt, wenn wir den dritten Platz oder höher erreichen. Blue Moon Bay Speedway, 3 Runden. FR Challenge, ja, das macht besonders Spaß. Okay, dann warten wir mal, bis das Ganze hier geladen hat. Und dann geht's los. So, unsere Gegner, okay, und hier geht es auch schon los, 3 Runden, Shelby GT, und an dem sind wir vorbei, 10 Autos sind es insgesamt, wir müssen uns da mal vorkämpfen, oje, ich sehe schon, das wird wieder gar nicht gut. 9 Sekunden muss ich da aufholen. Ich jammer jetzt rum und dann wird es wieder richtig gut am Ende. Ah ja, okay. Ich bin in die erste Kurve viel zu schnell rein. Aber das jetzt hier scheint zu passen. Erste Runde. Dritter Platz im Moment. Die anderen beiden. Hier fängt dann die zweite Runde an. Und zwar hier fängt sie an, genau. So, ich habe jetzt 5 Sekunden gut gemacht in einer Runde. Schauen wir mal, was das hier wird. Ob wir den noch kriegen da vorne. 2 Sekunden Vorsprung, 2,5 Sekunden. Das könnte was werden. Na komm schon. Ja, 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 wir kommen da ran. Das ist, ja. Und eine Viper. Eine Viper GTS. Und da kommt sie eigentlich gegen unseren getunten Mustang hier eigentlich nicht an. So, letzte Runde. Wir haben auch die schnellste Runde überhaupt. Jetzt habe ich wieder in der Gegend rumgeklotzt und bin von der Fahrbahn abgekommen. 3 Sekunden Vorsprung. Das hört sich schon gut an. Aber nichtsdestotrotz müssen wir aufpassen. Das hier ist jetzt wieder die enge Kurve, wo ich. Ja, das sind beide gleich. Das sind eigentlich alle 3 gleich, wo man es genau nimmt. Ich muss mich wirklich konzentrieren beim Fahren. Es hilft alles nichts.
Okay, wir sind auf der Zielgeraden. 5 Sekunden, da kann jetzt nicht mehr viel passieren. Und wir sind durch. Schön, das erste Auto haben wir gewonnen. Mit unserem Shelby GT, ich habe Mustang gesagt, ne? Aber es ist ein Shelby GT. So, 15.000 kriegen wir. Fahrmarathon, nochmal 10 Kilometer. Ja, vielleicht kriegen wir jetzt heute auch noch. Oh ja, ich habe hier noch, wir haben jetzt schon lange nicht mehr gespielt. Ich tue jetzt das Ganze immer vorproduzieren. Und ich habe doch bestimmt noch ein paar Bonuskarten. Okay. Stufenaufstieg. Sehr geil. Mustang Boss. Okay. Ja, die Wiederholung, die brauchen wir uns jetzt nicht anschauen. Wir gehen weiter zum nächsten Rennen. So, wo bleiben wir? So, im Besitz, sehr geil. Wir machen mal mit dem WeatherTech Raceway Laguna Seca weiter. Ich finde eigentlich beide gut. Ich finde Laguna Seca und Willow Springs finde ich auch. Ich finde beide schön. Willow Springs ist halt so die letzten zwei Kurven, da muss man ein wenig aufpassen. Bei Laguna Seca, ja, gibt es auch so ein paar Stellen. Laguna, weil wir gerade zeitgleich auch Final Fantasy 8 laufen haben, na, passt das doch auch gut. Laguna Seca. Und hier sind wir. Sehr schön. Wie gesagt, dritter Platz oder höher, wir kennen es ja. Zwei Runden. Hier mit unserem Shelby. Superbird. Auch irgendwie cool, ne? Irgendwie schon. Ich fand ihn ja schon immer richtig hässlich. Wegen, ne, insgesamt halt einfach. Da vorne diese langgezogene Schnauze, den komischen Lichtern und den Heckspoiler, den übergroßen, hat natürlich was Basices und war bestimmt sau begehrt damals. Im Grunde ist er schon ein bisschen hässlich. So, da haben wir einen Boss. Haben wir in der letzten Runde erspielt, ne? Da geht es dann den Berg hoch. Da oben müssen wir dann aufpassen. Das ist nämlich schon die Stelle mit dieser S-Kurve, mit der scharfen S-Kurve, die den Berg runterführt. Das ist wirklich sehr, sehr schlecht, wenn man hier zu schnell reinfährt und zu spät bremst. Vorne fährt der Erstplatzierte. Wir sind hier natürlich auf den Fersen und ich habe mein Gefühl für die Straße noch gar nicht wieder. Ich fahre einfach wie ein, als würde ich zum ersten Mal ein Autorennen fahren. Es ist aber immer so, wenn man ein paar Wochen Pause gemacht hat. Finde ich jetzt. So, was haben wir denn da vorne überhaupt für ein Fahrzeug? Müssen wir mal näher ranfahren, dann sehen wir es, ne? Jetzt unser, quasi unser Gewinn, eben nicht, ja, die Karre können wir noch gewinnen. Oh, ein Challenger RT ist das. Ja, ist ganz okay. Ich bin mehr so der Charger-Fan, aber das Auto ist natürlich auch richtig gut. Kann man nichts sagen. So, wir nähern uns der langen Gerade, die uns wieder zu der S-Kurve führt.
scharfe S-Kurve berg hinab. Das ist natürlich schon bitter, ne? So, mal gucken, wie ich, ja, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es schön gefahren. So, und dann geht es langsam, aber sicher. Da oben links war ein Polizeihubschrauber. So, eine Kurve noch, dann sind wir auf das Ziel geraten. Die letzte Kurve vom Ziel. Vorne haben wir es auch schon bei der Brücke. So, das Fahrzeug haben wir auch gewonnen. Sehr schön. Bleibt noch einer vorne, die ganze Front. Naja. Okay. Schnellzone haben wir auch. Pokal gibt's. Credits. Sehr schön. So, da haben wir einen Mustang Mach 1. Und den Mustang GT von 2015. Den gibt es als nächstes. Ja, so schnell hat man sich zwei neue Autos erspielt. In 10 Minuten. Machen wir die letzte Prüfung. Ja, was heißt Prüfung, gell? Aufgabe, Mission, wie man das so nennen möchte. Und müssen wir hier nach Willow Springs. So. Mustang GT von 2015. Zwei Runden, ja, ist ein cooler Track. Kann man am Ende nichts sagen. So. Also gut. Dieselben Fahrzeuge wie beim letzten beiden Rennen auch. Wir starten von Position 10 von 10 und fahren hier in den Sonnenuntergang. Auch schön gemacht, blendet ein bisschen. So, da vorne. Noch ist alles ganz cool, bis wir, da ist er wieder, der Superbird. Ja, noch ist alles ganz cool. Wir genießen einfach mal die Strecke. Hier gibt es eigentlich auch nicht so viel zu erzählen. Ich meine, gut, die Kurvenkombination hier, da muss man halt ein bisschen aufpassen, gerade bei der letzten Kurve hier unten, die Linkskurve, da fliegt man auch schon mal ganz gerne raus, wenn man nicht aufpasst. Und ansonsten ist halt wirklich ganz unten am Ende dieser, ja, nach diesem langgezogenen Rechtskurve, da fangen dann auch die Hütchen draußen an. Wo sind die? Die Absperrungen. Hier haben wir schon die Schilder. Die muss man langsam machen. Na, und da war es jetzt nämlich sowas, wenn man nicht aufpasst. Alter! Ja. Genau, ich sag's noch, ne? Dass man kurz vom Ziel in der letzten Kurve unbedingt aufpassen muss. Was mache ich? Ich bretter mit der Karre nach draußen. Nichtsdestotrotz, letzte Runde. Dritter Platz reicht uns. Sieht aber eher nach einem zweiten aus. Also wenn ich da bei der letzten Kurve wieder rausfliege, dann komme ich als Sechster durchs Ziel, so wie es aussieht. Und ich war so lange im, ja, Kiesbett kann man jetzt hier nicht sagen, aber außerhalb der Strecke, dass dann automatisch wieder auf die Strecke gehievt wurde. Das ist doch schon bitter, ne? War aber noch ein paar Meter, also ich jetzt auch von eigener Kraft geschafft. Da oben ist der Mond. Also ich gehe davon aus, dass es der Mond ist. So.
Also gut. Wenn ich diesmal sage, bei den Schildern muss man dann aufpassen. Dann kommt dann die Rechtskurve. Dann muss ich wirklich aufpassen. So. Also gut. Hier runterbremsen. Und dann wird es nämlich auch was. Da haben wir mal ganz schön wieder Vorsprung rausgefahren. So. Also gut. Das haben wir auch. Ja, gut, jetzt habe ich jetzt übersprungen. 10.000 gibt es. Haben wir noch ein paar Kilometer zu fahren. Den neuen, na, sag ich mal, krieg ich mal. Sehr schön. Premium Fastback ist das sogar. Schönes Auto. Das brauchen wir nicht, die Wiederholung. Okay. Das hätte man. Dann geht es als nächstes wieder zum Menübuch. Mal gucken, was wir dann als... Ja, gehen wir zurück ins Café. Da möchte er uns natürlich dann irgendwas erzählen über die Fahrzeuge, denke ich mal, bevor es zum nächsten Menüpunkt geht. So. So, dann haben wir das, alle drei. So, Glückwunsch, Sie haben alle drei Fahrzeuge. Mustang-Sammlung ist komplett. Als Belohnung kriegt er wieder eine Geschichte über die Fahrzeuge. Weltstrecke verfügbar. Daytona, okay. Und, ja, abgeschlossen. Schauen wir, was jetzt kommt. Ja. Jetzt erzählt er uns natürlich wieder was über die ganzen Fahrzeuge. Ist jetzt nicht wirklich so interessant. Sehr schön. So, und Camaro machen wir dann im nächsten Teil. Bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut.